Hallo, hier spricht Stefanie von Stefania Sil Graz. Ja, ich freue mich richtig, dass ihr hierher gefunden habt, dass ihr mich gefunden habt. Ich möchte euch gerne meinen neuen Seidenmalkurs online Video Tutorials vorstellen, den ich jetzt gerade erstmal für euch erstelle. Worum geht es dabei? Wenn ihr Lust habt, mal in Seidenmalerei einzutauchen, das kennenzulernen, die Welt der Farben zu erfahren, damit zu experimentieren, spielerisch sich der Seidenmalerei anzunähern, dann seid ihr hier richtig. Und zwar in diesem Kurs stellen wir einmal einen Notenschal her. Also wir nehmen musikalische Noten. Die werden spiegelverkehrt fotokopiert. Das wird mit Nitroverdünnung übertragen. Ihr müsst also keine schwierigen Noten malen, keine Angst. Die Seide macht das mit. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können entweder ganz einfach die handelsüblichen Bügelfarben verwenden, die man eben durch Hitze fixiert. Das ist ein schneller Vorgang und macht es uns sehr leicht zu Beginn. Oder man kann für Fortgeschrittene gerne auch die Dampffarben nehmen. Hier ist das Einzige, die müssen hinterher dampffixiert werden. Das ist eine eigene Geschichte für sich. Also es gibt zwei Varianten. Wenn ihr jetzt noch nie auf Seide gemalt habt und ihr traut euch noch nicht so richtig, dann versucht das mal wirklich mit diesem Kurs. Ich leite euch durch den Prozess und auch wenn ihr sagt, ich kann gar nicht so malen, macht nichts. Ich leite euch durch, ihr habt ein wunderbares Ergebnis. Wir werden die Noten auf die Seide übertragen und dann kann man schon mal ganz einfach ein paar schöne Bögen malen, vielleicht ein paar nette Kleckse hinmachen. Das hat schon Effekte und dann hat man ruckzuck ein wahnsinnig tolles, künstlerisches, farbenfrohes Ergebnis, um das euch andere beneiden werden. Und für die, die sich mehr trauen, wir können also entweder Mohnblumen dazu malen oder vielleicht auch einen schönen großen Schmetterling. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Musik, Schmetterling, Fliegen. Ja, im zweiten Teil stellen wir keinen Schal her. Da geht es um im Wesentlichen um Farbentheorie. Wir sprechen über die Farbentheorie von Newton gegen die Farbentheorie von Goethe. Das kann super interessant sein. Wir sprechen über Frequenzen. Farbe sind Frequenzen, was ich liebe. Und wir sprechen, was ist die Schumann-Frequenz? Und was hat die Schumann-Frequenz mit der Farbe Grün zu tun? Jede Menge. Ja, und dann natürlich malen wir einen Farbenkreis. Also ganz wollen wir das ja nicht vernachlässigen. Und im dritten Teil geht es dann darum, wir machen Shibori. Shibori ist ein richtiges Fun-Projekt. Ich liebe es. Da steckt viel Kraft drin, viel schöpferische Kraft. Und da wird die Seide also gefaltet. Sie wird gebunden. Man kann sie wickeln. Und dann kann man eben die Farben malerisch auftragen. Man kann tropfen. Wir können klecksen. Es gibt wahnsinnig schöne Effekte, um die euch wirklich viele beneiden werden. Shibori ist sehr, sehr beliebt. So ein bisschen mit der Batik-Technik vergleichbar, aber doch ganz eigen und anders. Und zum Teil auch wirklich schon eine eigene Kunstform. Also es sind leichte Sachen, mit denen wir beginnen, die aber künstlerisch einen Wow-Effekt haben, wo ihr viel Spaß haben werdet und sehr viel über Seidenmalerei erfahren werdet. Wir sprechen in der Materialkunde auch über Pinsel, wir sprechen über das wunderbare Resistat, über Gutter im Vergleich, über Wachs im Vergleich. Also ihr werdet viel lernen, auch vielleicht ein bisschen was Neues lernen. Und ich freue mich, wenn wir das gemeinsam machen. Endlich mal ein Kurs auf Deutsch, nicht immer in Englisch, für die deutschsprachigen Seidenmalerinnen und Seidenmaler, die es werden wollen, weltweit. Hello, ich freue mich.